Hallo ihr Lieben, hier ist Nina von Kartenstoff, heute wieder mit einer Legung für dein Gegenüber. Ich lege ein paar Karten mit dem Vice Versa Tarot und kläre die mit dem Mond nach Lenormand und werde zum Schluss auch noch etwas für dich ziehen. Ich schaue mir zuerst an, wo dein Gegenüber gerade grundsätzlich steht. Alles immer in Bezug auf eure Beziehung, dann schaue ich, welche Blockaden er hat. Und wie er auch zu dir steht und wie es alles weitergeht. Also, wo ist er gerade? Ah, da haben wir die 10 der Schwerter. Da haben wir einen Menschen, der, der viele Verletzungen im Leben erlebt hat und der diese jetzt abgelegt hat. Der rausgegangen ist und ihr seht, wie unversehrt er darunter ist. Er hat seine Verletzungen, seine Rüstung, alles, was dran gekommen ist, das hat er abgelegt und das ist die Ausgangsposition. Das ist die Ausgangsposition. Jede einzelne Karte kläre ich dann gleich nochmal mit den Lenormand-Karten. Aber erstmal haben wir jemanden, der auf etwas zurückblickt und von etwas Abschied nimmt. Und sich sammelt. Das haben wir. So, was blockiert ihn in Bezug auf euch? Was blockiert ihn in Bezug auf euch? Eine Karte bitte. Hier haben wir den Hierophanten. Der Hierophant steht für die Spiritualität. Der steht aber auch dafür, für einen Lehrer, dem man folgt. Und da brauche ich jetzt auch gar nicht weitermachen. Ich glaube, dein Gegenüber muss sich verabschieden von etwas oder jemandem, den er innerlich gefolgt ist. Das kann sowas wie ein Vater sein, wenn er immer in seinem Vater entsprechen wollte und in den Moralvorstellungen von dem Vater gelebt hat, dann kann das ein Vater mit allem drum und dran sein. Das kann jetzt auch stehen, dass er bestimmte Moralvorstellungen, Glaubenssätze, sonst irgendwas hat, wo er, den er einfach immer gefolgt ist, wo er auch viel draus gelernt hat und was ihm auch gut getan hat. Was ihm aber jetzt auf seinem Weg hinderlich ist. Ja. Wie steht er zu dir? Wie steht er zu dir? Da haben wir die Sonne. Die Sonne, Erfolg, Durchbruch. Erfüllung. Erfüllung. Du bist nötig. Du bist nötig gewesen, um hier überhaupt aus dem Panzer rauszukommen und sich das jetzt angucken zu können. Du bist auf seinem Seelenweg, auf seinem Weg in diesem Leben, der Schlüssel, um das
überhaupt alles jetzt erkennen zu können. Und der sah vorher schön aus, ne? Wenn man sich die Rüstung anguckt, die sieht schön aus. Die ist edel, die ist auch hart. Ein Panzer natürlich. Aber es waren auch viele Verletzungen mit verbunden. Die er wahrscheinlich über einen langen Zeitraum nicht wahrgenommen hat. Deswegen ja auch der Panzer. Wie geht's weiter? Der Gehängte. Und zwar der Gehängte von hinten ist die Neuorientierung. Das ist hier, ist das die Neuorientierung des Weitergehen. Aber das Weitergehen erst in zweiter Stufe. Noch geht er nicht weiter. Aber das ist die absolute Umkehr. Das ist die absolute Umkehr von dem, was ihn noch blockiert. Du bist der Schlüssel, habe ich ja schon gesagt. Ist ja auch logisch, wenn ihr Seelenpartner seid. Aber es tut ja trotzdem immer gut, das nochmal zu hören. Du bist der Schlüssel, um den Panzer hinter sich zu lassen, um aus dem rauszutreten, an was man geglaubt hat, was auch lange Zeit wichtig im Leben war. Man braucht so, ich sage mal, Lichtgestalten oder irgendwas im Leben. Also Lichtgestalten jetzt nicht im Sinne von Engel. Also das hat jetzt mit Engeln oder sonst was nichts zu tun, meine ich. Sondern man braucht Leute und Ideen und Vorstellungen, an denen man sich orientiert. An denen wächst man. Und dann muss man sie aber auch wieder loslassen. Und das hat ihm lange gut getan. Und durch dich entwächst er aber dieser Geschichte und wird ganz anders. Ganz anders. Ich kläre das jetzt mit den Lenormand-Karten. Die 10 der Schwerter, was will kommen? Die Lilien, Frieden, Familie, Sexualität, Harmonie. Schauen wir mal. Und da kommt die Schlange. Die Schlange kann für Heilung stehen. Die kann auch für eine andere Person stehen. Für eine, bei der man eher vorsichtig sein sollte. Kann für eine Ex-Partnerin oder noch Partnerin stehen. Er kommt in Frieden mit seiner Ex oder noch Partnerin, weil er sich von ihr gelöst hat und den Verletzungen. Von denen hat er sich gelöst. Der hat eine wahrscheinlich lange Beziehung geführt oder eine längere Beziehung mit einer Frau, die sehr ego-lastig war. Also die Beziehung, wo es stark um die eigenen Egos ging. Und inwieweit da jetzt mal Liebe im Spiel war oder nicht, ist für mich jetzt noch mal was anderes. Aber hier gab es viele, viele Verstrickungen. Und er ist jetzt rausgetreten. Und er kann das jetzt sehen. Das ist ja auch der Schritt,
der ganz wichtige Schritt. Er kann das jetzt sehen und kann in Frieden gehen, in Frieden von dieser Person weggehen, mit der er die ganzen starken Kämpfe hatte. Gucke jetzt mal, was kommt zum Hierophanten. Ja, da kommen die Störche, die Veränderung, positive Veränderung. Ich will alles nicht so sehen, Moment. Da kommen die positiven Veränderungen. Die Fische. Die Fische stehen für Emotionen, für Finanzen, für den Seelenpartner. Könnte natürlich ganz pauschal sagen, positive Veränderungen in Bezug auf seine Gefühlswelt. Oder auf dich, wobei das eine das andere, also es ist eh miteinander untrennbar verwoben, aber hier kommt mir das eher, dass seine Gefühle in Fluss kommen. Ja, die waren blockiert, die waren durch Vorbilder, die man hatte und an denen man festgehalten hat und zu lange festgehalten hat. Also nein, anders, indem man hat sich nicht nur an denen orientiert, sondern man hat sich an diesem festgehalten. Und das ist nicht gut, weil dann das eigene Wachstum doch irgendwann blockiert ist. Und das kommt jetzt aber in die Veränderung. Davon kann er loslassen. So, die Sonne. Wie steht er zu dir? Das ist die Sonne. Da haben wir einmal den Schlüssel. Der Schlüssel für Lösungen, für Sicherheit. Türen öffnen sich. Und da haben wir den Hund. Der Hund steht für Loyalität, für Freundschaft, für eine tiefe Verbindung. Und der Erfolg, der durch dich kommt, löst nochmal löst nicht Freundschaften auf. Das ist nicht das, was mir kommt, sondern löst Anhaftungen. Löst Loyalitäten auf, die nicht mehr, die jetzt nicht mehr dran sind. Das löst Loyalitäten auf, das ist genau das, was kommt, die überholt sind. Ja. Der Gehängte. Da haben wir einmal den Turm. Trennung, Ämterangelegenheiten, kann auch eine Scheidung sein. Schauen wir mal, was noch dazu kommt. Isolation, Rückzug, das ist so, man ist für sich. Ne? Und hier haben wir den Baum. Der Baum steht für Stabilität, auch für Wachstum, auch für Heilung. Nein, es ist die Trennung von lange Gewachsenem. Das ist die Trennung von lange Gewachsenem. Das ist eine Wahnsinnsbefreiungsenergie, die in diesem Reading deutlich wird. Und das ist, der sortiert sich gerade und so guckt er auch, wenn man sein Gesicht nicht sieht, aber das ist die ganze Atmosphäre von dieser Karte ist das, was absolut umgekehrt wird. Und
der jetzt einfach erstmal hängt und guckt. Und ganz anders weitergeht. Also wie anfangs gesagt, der geht noch nicht weiter. Aber hier hat einer sein Leben gedreht. Hier dreht einer sein Leben. Krass. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt hätte ich gerne, welches Deck nehmen wir? Wir nehmen das Gaia-Orakel. Jetzt hätte ich gerne eine Energie für dich. Was ist für dich wichtig? Worauf solltest du jetzt den Fokus legen? Was ist für dich in Bezug auf euch beide wichtig? Die wollte nicht so richtig. Die aber. Ha. Flame Tree. Der Beginn von etwas Neuem. Das ist für dich wichtig. Und das ist auch in den Monatsreadings. Ich erinnere mich gerade inhaltlich nicht an alle komplett. Aber insgesamt ist da auch die Stimmung, dass etwas neu kommt, dass etwas wirklich zu Ende geht. Und für dich sollte es jetzt hier sagen, guck jetzt nicht auf die Vergangenheit. Meine Frage war ja, worauf solltest du dich fokussieren? Sondern fokussiere du dich ebenso auf einen Neubeginn. Wenn der früher Kacke war, der Typ, mit dem du es zu tun hast, oder die Dame, wenn die dir gegenüber sich nicht gut verhalten hat und dies und das und jenes, ist nicht schön, ist klar. Aber das ist jetzt ja auch nochmal, wäre jetzt nochmal ein großer anderer Exkurs, da noch weiter drauf einzugehen. Das möchte ich jetzt nicht machen, sondern ich möchte dir jetzt sagen, gucke du, genauso wie der es tut, der sich von ganz viel befreit und befreit hat und in die Zukunft guckt und seine ganze Welt umgedreht hat. Und das sollst du jetzt auch machen. Arbeite du an deinem Neubeginn. Was ist für deinen Neubeginn wichtig? Was ist für deinen Neubeginn wichtig? Wo musst du jetzt den Fokus drauf haben? Da will ich auch noch Kärtchen haben. Die 7 der Stäbe, steh für dich ein und grenze dich ab. Karte 1. Ha. Der König der Schwerter. Steh für dich ein, grenze dich ab und ist gar nicht der König der Schwerter. Es ist der Ritter der Schwerter, aber das macht es jetzt auch überhaupt nicht, weil das im Großen und Ganzen, was das angeht, was ich sagen will, die ähnliche Energie ist. Der Ritter der Schwerter, der Kraft der Gedanken, ne? Einmal Kraft der Stäbe, Impulsivität, Leidenschaft, Feuer, der ganze Kram. Und hier die etwas kühlere Energie, die aber ganz klar sagt, das, und das kommt jetzt ganz klar rüber, es ist beides Abgrenzung. Der grenzt sich nämlich ab und der grenzt sich auch ab. Der zeigt sein Schwert, der zeigt, wofür er steht, der zeigt, wofür er brennt und der zeigt auch, wofür er, was in ihm leuchtet, was in ihm dran ist. Und das zeigt er ganz klar. Das musst du auch ganz klar zeigen. Und das ist dein Fokus, wogegen auch immer du dich jetzt abgrenzen sollst, wem auch immer du deine Meinung geigen sollst, wenn es das ist, oder deine Klarheit präsentieren sollst, aber das ist gerade für deinen Neubeginn ist das wichtig. Und es geht nicht um ihn. Du sollst dich nicht ihm gegenüber abgrenzen. Es geht jetzt viel mehr, und das ist ganz deutlich, es geht viel mehr darum, in die Verbindung zu gehen. Das kam in den Monatsreadings auch schon deutlich rüber. In die Verbindung gehen.
Verbindung zulassen und was dem entgegensteht. Was dem entgegensteht, der kriegt ihn hier. So. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ein bisschen Klarheit verschaffen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr weiter in eure Prozesse einsteigen wollt, schaut doch immer mal in meine Mutterthemen oder Vaterthemen oder mein Kindlegung rein oder in die Impulse, die zwischendurch von mir kommen, um da immer mehr zu lösen und weitergehen zu können. Alles Liebe, die Nina.